Hi, schön, dass du da bist. Willkommen in diesem Slow Flow. Mit diesem langsamen Flow, mit diesem ruhigen Flow, möchte ich dir einen Flow schenken, der dich am Abend zur Ruhe bringt, den du direkt im Bett machen kannst. Das heißt, wir starten im Sitzen. Du kannst einfach in dein Bett sitzen und gehen dann in Rückenlage. Am Ende werden wir gar nicht mehr richtig aufwachen, sodass du, wenn du magst, direkt in den Schlaf übergehen kannst. Daher zieh dir was Bequemes an oder einfach direkt deine Schlafklamotten und dann kannst du nach direkt übergehen und genauso ruhig und entspannt dann einschlafen. Ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht und lass uns loslegen mit den letzten Dehnungen und Drehungen des Tages. Setz dich einfach in dein Bett, so wie du magst, wie es sich für dich gerade richtig anfühlt. Und schließe für einen Augenblick deine Augen. Tief durchatmen. Spüren, wie deine Atmung einströmt und wieder ausströmt. Bring deine Hände vor dein Herz und bedanke dich einmal bei dir für den wunderbaren Tag, egal wie er lief. Und überlege dir drei Dinge, die du heute gut fandest, für die du heute dankbar bist. Wenn dir heute keine drei Dinge einfallen, weil vielleicht der Tag einfach nicht deiner war, dann geh zurück und überlege dir Dinge von gestern oder aus der ganzen Woche. Für welche drei Dinge bist du dankbar? Dann löse deine Hände wieder voneinander, setze dich noch einmal hin. Öffne deine Hände einmal, sodass die Finger nach außen gestreckt werden. Werde dir ganz deiner Atmung bewusst. Atme dann einmal ein in aller Ruhe und wieder aus. Und klappe einmal deinen rechten Daumen an. Atme wieder ein in aller Ruhe. Und wieder aus. Klappe deinen rechten Zeigefinger an. Atme so in aller Ruhe ein und aus. Und für jeden dieser Atemzüge klappst du einen Finger an zur Mitte deiner Hand, solange bis du alle 10 Finger angeklappt hast. Wenn du alle Finger angeklappt hast, du musst noch nicht fertig sein, alles gut. Mach in deinem Tempo fertig. Wenn du schon alle angeklappt hast, dann atme einfach nochmal ein paar Atemzüge in Ruhe weiter, ganz bewusst. Atmung spüren, einströmen lassen und ausströmen lassen. Wenn der nächste Atemzug dann kommt, löse deine Hände und bringe sie mit dem Einatmen weit gestreckt über deinen Kopf. Zieh dich lang nach oben, atme aus, bringe deine rechte Hand auf dein linkes Knie und deine linke Hand nach hinten zum Boden, zur Matte, ins Bett. Einatmen, wieder zur Mitte heben. Ausatmen, andere Seite und reindrehen. Drehe aus der Wirbelsäule. Einatmen, nochmal weit nach oben strecken mit den Armen. Ausatmen, nach links drehen. Reindrehen, die Brust bleibt weit. Einatmen, kommt wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, nach rechts, nochmal drehen. Einatmen, die Arme wieder über den Kopf und mit dem Ausatmen bringe sie vor dein Herz. Nochmal durchatmen
Und dann drehe dich einmal so hin, dass du dich Wirbel für Wirbel ablegen kannst auf deinen Rücken. Die Füße lässt du aufgestellt und lege dich einfach ab. Atme nochmal ein. Mit dem Ausatmen lasse deine Knie einmal nach rechts fallen, deine Arme weit werden zu den Seiten, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Deine Knie lässt du, so gut es geht, aufeinander, jedoch entspannt. Es geht darum, zur Ruhe zu kommen. Du darfst erlauben, langsam zu werden, alles ganz ruhig zu machen. Atme dann ein, bringe deine Knie wieder zur Mitte. Und beim Ausatmen bringe die Knie nach links rüber, einfach rüberfallen lassen, den Blick über die rechte Schulter. Ganz ruhig werden und atmen. Mit dem Einatmen bringe deine Knie wieder zur Mitte. Deine Hände neben deine Hüfte und stelle deine Füße mit den Sohlen fest unterhalb deines Gesäßes auf der Matte auf. Wenn der Einatmen kommt, hebe deine Hüfte für eine Schulterbrücke nach oben, die Schulterblätter fest in den Boden drücken. Einen Moment halten, bewusst werden. Atme dann wieder ein und bringe deine Arme Stück für Stück über deinen Kopf. Ausatmen, wieder nach vorne, langsam neben die Hüfte. Einatmen, nach oben, strecken und bis über den Kopf weit werden lassen. Und ausatmen, wieder ablassen, diesmal die Hüfte mit senken. Einatmen, Hüfte heben, Arme mitnehmen, lang über den Kopf. Ausatmen, die Arme und die Hüfte im Gleichklang nach unten absenken. Einatmen, nach oben mit der Hüfte, mit den Armen. Strecke dich weit und ausatmen, Stück für Stück wieder absenken zum Boden. Einatmen und heben, die Rückseite unter Spannung, die Brust bleibt weit. Und ausatmen, Wirbel für Wirbel senken und Hände wieder ablegen. Greife dann einmal, wenn du abgelegt hast, um deine Knie. Umarme dich selbst. Wenn du magst, schenk dir eine kleine Massage zum Abend. Kreise mit den Knien. Vielleicht links, vielleicht rechts, vielleicht vor, zurück. Das, was dir gut tut, was sich gut anfühlt. Und immer wieder in Ruhe einatmen und ausatmen. Dann versuche einmal zu deinen Sohlen an den Außenkanten zu greifen und komme in Happy Baby. Die Sohlen zeigen zum Himmel, die Knie ziehst du dir heran an die Brust, weit wie du magst. Spüre, wie sich deine Hüfte öffnen kann und du ganz gemütlich dort liegst, atmen kannst. Versuche dann einmal, dein rechtes Bein loszulassen und lang werden zu lassen nach vorne. Das Bein einfach zum Boden kommen lassen, die Ferse absenken und dein linkes Knie bleibt in der Happy Baby Position. Ziehe dein rechtes Bein wieder zurück, greife wieder zur Außenkante und lasse dein linkes Bein lang werden. Einmal so lang du kannst, strecke dein Bein so lang du kannst. Du kannst dich mit deiner linken Hand an der Hüfte unterstützen, das Bein noch etwas, die Hüfte noch etwas zum Boden drücken und wieder zurückkommen in Happy Baby mit beiden Füßen. Versuche einmal deine großen Zehen zu umfassen mit deinem Zeigefinger und deine Beine dann Stück für Stück zu strecken. In ein V, lang gestreckt nach rechts, nach links und wiege dich
nach rechts, nach links mit. Und atme aus, beuge einmal dein rechtes Bein. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, beuge dein linkes Bein. Einatmen, wieder strecken, rechtes Bein gleichzeitig beugen. Beuge dein linkes Bein, dein rechtes Bein gestreckt. Beuge dein rechtes Bein, dein linkes Bein gestreckt. Versuche einmal, beide Beine im Wechsel zu wechseln. Beugen und strecken. Halte noch einmal beide Zehen und gehe dann langsam zurück zu beiden Knien, umfasse sie mit deinen Händen. Lasse dann dein rechtes Bein lang werden, dein linkes Knie hältst du umfasst. Deine Zehenspitze rechts ist aktiv, dein Oberschenkel unter Spannung. Ziehe dein Knie mit jedem Ausatmen noch etwas weiter an. Und dann wechsle die Seite. Dein linkes Bein wird lang, du hältst dein rechtes Knie umfasst mit deinen Händen. Und auch hier mit jedem Ausatmen ziehst du es noch etwas weiter heran. Umfasse nochmal beide Knie. Halte deine Beine so angewinkelt in der Luft und deine Arme lässt du lang über deinen Kopf gestreckt werden und ablegen. Wenn du magst, strecke noch einmal deine Beine zum Himmel lang nach oben und lasse deine Füße für einen Augenblick ganz leicht werden. Die Füße, die dich durch den Tag getragen haben, leicht werden. Lasse die Füße dann langsam herunter, bis die Sohlen am Boden aufstehen. Bringe deine Hände an deine Schultern und atme ein, bringe deinen rechten Arm nach oben und außen mit dem Ellenbogen, deinen linken. Atme aus, bringe den rechten Arm wieder nach innen, linken Arm nach innen. Atme an den rechten Arm nach außen, links nach außen und oben. Rechts wieder nach vorne und unten, links wieder nach vorne und unten und ausatmen. Einen halben Einatmen rechts. Halber Einatmer links, halber Ausatmer rechts, halber Ausatmer links. Bewege dich noch einmal aus der Schulter, kreisend nach oben, kreisend nach unten. Und dann löse die Position, deine Hände legst du wieder neben der Hüfte auf, die Handflächen zum Boden. Deine Knie kannst du zusammenfallen lassen, die Füße etwas auseinander und einfach nur atmen und da sein. Mit dem nächsten Einatmen bringe deine Arme dann wieder Stück für Stück nach oben, langgestreckt über den Kopf und ausatmen wieder über die gestreckte zum Himmel Position zurück neben deine Hüfte. Einatmen wieder nach oben, lang über den Kopf gestreckt und ausatmen zurück nach vorne und neben die Hüfte. Einatmen nach oben und über den Kopf. Ausatmen nach unten und wieder neben die Hüfte. Versuche einmal in deinem eigenen Atemrhythmus die Bewegung fortzusetzen und dabei ganz ruhig zu werden. Nur atmen. Und immer langsamer werden in deiner Atmung und in deiner Bewegung. Ganz ruhig bewegen und atmen. Und wenn du die letzte Bewegung abgeschlossen hast, dann lasse deine Beine lang werden. Bewege noch einmal deine Arme nach oben. Wir bleiben in derselben Bewegung. Lange Beine, die Brust weit geöffnet, dein Körper lang gestreckt. Einmal einatmen, die Arme lange über den Kopf.
und ausatmen wieder neben die Hüfte. In aller Langsamkeit. Dann lege deine Arme neben deinem Körper ab und genieße die Entspannung. Sie darf sich nun ausbreiten in deinem ganzen Körper. Du spürst, wie du ganz entspannt abliegen darfst, komplett zur Ruhe kommst. Dein ganzer Körper vor Ruhe summt und richtig gut einschlafen kann. Sinkst ein in dein Bett. Das ganz herunterfahren und dir erlauben, jetzt einzuschlafen, den Tag zu Ende werden lassen, zum Ende kommen zu lassen. Du bist ganz wunderbar und darfst jetzt einschlafen, müde sein und schwer werden. Den Tag ziehen lassen und die Nacht begrüßen. Einfach einschlafen, hier liegen, dir die Ruhe gönnen, die du brauchst. In diesem Sinne richte dich gar nicht erst auf, wenn du die Möglichkeit hast. Erlaube dir hier direkt in den Schlaf überzugehen. Schlaf schön. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Und bis morgen eine erholsame Nachtruhe zu dir.